Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ja, dieser Start ist jetzt ein bisschen provisorisch aufgenommen, denn ich habe gerade beim Schnitt festgestellt, dass ich komplett vergessen habe, euch eine Anfangsszene zu drehen. Deswegen würde ich sagen, beginnen wir jetzt erstmal mit der Verlosung und danach startet sofort das Video. Und ihr wisst ja, meine Verlosungen sind für meine Abonnenten, also falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dürft ihr es gerne einfach mit einem Klick nachholen und ihr müsst einfach nur einen oder auch gerne mehrere Kommentare schreiben. Und das war es auch schon. Und ich würde sagen, wir switchen jetzt zur Verlosung und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video. So. Ist das das Geschenk heute? Das ist das Geschenk. Das ist das Geschenk. Aber erst habe ich einen Witz für dich. Beziehungsweise eine kleine Frage. Okay, Leute, schreibt in die Kommentare, habt ihr noch Bock auf die Weihnachtsmann-Witze? Nein, keiner hat Bock auf deine Weihnachtsmann-Witze. Bestimmt feiern die das absolut gar nicht, was wir hier produzieren. Wie nennt man einen alten Schneemann? Pfütze. Der ist richtig gut. Ah. Ihr könnt in diesem Video diesen XXL 65 Zoll 4K Smart TV gewinnen. Wenn das nicht eine absolute Sensation ist, dann weiß ich auch nicht. Peace. Und ich würde sagen, wir gehen zurück ins Studio, oder? Oh, die Sonne steht gerade richtig beschissen. Ich wollte mich jetzt ganz kurz mal hier aus dem Auto melden. Guck mal, Julian, das sieht einfach aus, als ob ich nur ein halbes Gesicht habe. Ich bin richtig fertig gerade mit den Nerven. Wir stehen jetzt auf dem Parkplatz und wir gehen jetzt mit dem Kleinen zum Kinderarzt rein und er kriegt heute seine ersten Impfungen. Und bei Babys ist das so, dass halt mehrere Impfstoffe auf einmal gegeben werden. Und ich bin die ganze Zeit schon... Bibi hat mich einfach gestern Nacht, als ich gerade eingeschlafen hatte, mich so geweckt, meinte, ich will das nicht. Mir tut das so leid. Ich weiß noch, als ich klein war, ich habe Impfungen nie gemocht und das war dann einfach nur ein und ich weiß gar nicht, ob der jetzt mehrere Spritzen bekommt. Schön finde ich das auch nicht. Ich freue mich halt einfach über die Möglichkeit, dass es sowas gibt, aber... Ich habe auf jeden Fall mit der Hebamme vor ein paar Tagen gesprochen, die meinte, wenn irgendwelche Nebenwirkungen auftreten, dann auf jeden Fall nur in den ersten 24 Stunden. Danach ist alles wieder gut. Die meinte, dass der ganz anhänglich dann wird, ja. Ganz viel Liebe braucht. Wir geben dir ganz viel Liebe. Wir müssen jetzt auf jeden Fall schnell los, damit wir nicht zu spät kommen und wir wuppen das jetzt als Family Team. Der ist auf jeden Fall gut drauf heute. Das ist schon mal gut. Jetzt guckt er so traurig. So, was macht er mit mir? Komm, vielleicht wird es gar nicht so schlimm. Vielleicht spürt das gar nicht. Ja, so. Wir melden uns gleich wieder und sagen euch, wie es gelaufen ist. Wir sind wieder zu Hause. Und an meinem Lächeln könnt ihr sehen, dass alles sehr gut geklappt hat. Ich stelle das jetzt nochmal ganz kurz beiseite. Leute, es ist nicht mehr normal, wie brav unser Kind einfach nur ist. Selbst der Kinderarzt meinte, wow, das war aber echt unkompliziert. Das hat 5 Sekunden nach der Impfung angefangen zu lachen. Der hat wirklich die Spritze bekommen, beziehungsweise insgesamt waren es 3 Spritzen. Mhm. Und er hat einmal Tropfen im Mund bekommen. Die Tropfen im Mund haben ihn mehr gestört als die Spritze. Ist ohne Witz. Weil die haben ja bitter geschmeckt, die mochte er nicht. Der hat, glaube ich, 5 Sekunden mal kurz gemeldet und gemeckert. Und das war's. Und danach hat er sofort wieder gelacht und war die ganze Zeit gut gelaunt. Jetzt waren wir gerade eben noch im Café und waren ganz kurz was einkaufen. Richtig krass. Ich bin überglücklich, dass es ihm so gut geht. Ich habe ihn gerade jetzt nochmal gestillt. Auf jeden Fall, warum ich eigentlich die Kamera angemacht habe, ich habe es gerade eben schon hier wieder weggehoben. Julians Papa kommt jetzt zu Besuch und wir wollten einen Keksteller machen. Vielleicht habt ihr Julians letztes Video gesehen, wenn nicht, ich verlinke es euch in der Infobox. Er hat nämlich die krassesten XXL-Süßigkeiten, die es nur in der Weihnachtszeit gibt, gekauft und wir haben sie vor der Kamera getestet. Schaut mal vorbei, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Das ist aber nett. Unter anderem war da dieser riesen Kanister mit Spritzgebäck, glaube ich, heißt das dabei. Nicht, dass wir gleich nicht mehr genug Kekse haben. Das macht man nicht. Aber wir sagen schon, dass die selbst gebacken sind, oder? Auf jeden Fall sagen wir, dass die selbst gebacken sind. Nee, ich frage nur, dass wir uns auch abgestimmt haben. Ich filme übrigens jetzt gerade mit meinem Handy, weil unsere Kamera ein enormes Problem hat. Die löscht nämlich andauernd irgendwelche Aufnahmen, die ich gemacht habe. Und es nervt mich ultra. Und wir müssen die jetzt irgendwie erstmal in Reparatur geben oder mal irgendjemanden fragen, der sich damit auskennt. Das sieht jetzt so wenig aus, aber da sind so ultra viele Kekse drauf. Und das packe ich jetzt schnell auf den Tisch. Und dann kriegen wir auch Stelle alle Wecker aus. Was? Wie oft soll ich das denn noch sagen? Stelle alle Wecker aus. Wir haben ein Problem. Jetzt nochmal. Ja, und ich habe ein richtig großes Problem, meine Freunde. Ich habe auch noch eine sehr coole Info für euch. Und zwar habt ihr es vielleicht schon auf Instagram mitbekommen. Bilou hat endlich seinen eigenen Online-Shop. Und ich verlinke ihn euch ganz oben in der Infobox. Schaut da sehr, sehr gerne mal vorbei. Ihr findet da nämlich nicht nur alle aktuellen Produkte, sondern auch fast alle alten Produkte, die es teilweise jetzt schon seit Monaten und Jahren nicht mehr gab. Aber wir haben unter anderem zum Beispiel auch
dieses süße Gästehandtuch für euch, das war auch einmal, ich halte es falsch rum, das war auch einmal in einem unserer Boxen drin. Und unsere aktuellen Weihnachtsgeschenksets, da sind ja dieses Jahr große Badehandtücher drin und auch die findet ihr einzeln im Onlineshop, sowie auch das Geschenkset aus dem letzten Jahr. Also schaut da wie gesagt gerne mal vorbei. Vielleicht findet ihr da ja spontan eure letzten Weihnachtsgeschenke, denn im Moment dauert der Versand nur 2 bis 3 Werktage. Und als kleines Special zum Start des Online-Shops gibt es zu jedem Einkauf mit einem Warenwert über 20 Euro diese süße Bilou-Tüte, die man sonst nirgendwo erhalten kann, gratis dazu. Also wie gesagt, ich hoffe, ihr freut euch darüber. Der Link steht ganz oben in der Infobox. Du sollst das Motiv zeigen. Und du so? Na, ich trinke Uso. Raus. Sofort raus. Nö. Boah, es sieht aus, als ob du DJ wärst, weil man deine Hände gerade nicht sieht. Mama so. Ja, das, genau das wollte ich auch damit. Ach so. Dein Sohn meldet sich. Was ist los, mein Schätzchen? So, Anna und Tim sind zu Besuch. Und wir versuchen jetzt gerade mal den Kamin anzumachen. Ich verteile den Anzug. Bist du dir sicher, dass man das aufmachen kann? Eigentlich schon. Ach, Quatsch. Das ist ein offener Kamin. Wie geil ist das denn? So, guck, das kannst Klammer du mir sagen, warum du das weißt? Weil ich Papa bin. Wie schön, das ist ein offener Kamin. Ich wollte unbedingt einen offenen Kamin haben. Das ist echt geil. Woher hast du das kleine Stückchen? Genau so. Abgebrochen. Das hat er gerade so. Hast du wirklich? Ja, ich hab's wirklich. Wie so ein Hulk. Guck mal, ich krieg noch nicht mal die Grillanzüge auseinandergebrochen. Der zerteilt einfach so ein Riesenstück Holz. Was wäre jetzt Vorführeffekt, wenn es nicht geklappt hätte? Ja, das ist ein riesiger Epic-Fail gewesen. Ey, es wird eine runde Sache, ich merke das schon. So eine Riesenstückflamme. Und alle so schwarze Gesichter. Die ganzen Augenbrauen von mir. Ja, aber ich lasse das doch jetzt nicht offen. Das ist ein offener Kamin, du Otto. Bianca, nee. Hast du einen geeigneten Feuerlöscher parat? Guck mal. The first Noel, the angel did say. So, der Julian ist gerade schon mit Tim vorgefahren. Und zwar sind wir jetzt alle auf dem Weg ins Büro. Ich muss gleich nur noch den kleinen schnell ins Auto setzen und dann geht's für mich auch los. Da müssen wir nämlich jetzt ein bisschen was noch erledigen und wir wollten noch ein Foto machen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Was ist denn hier los? Papa, ja, so das auch. Problem ist, wenn man von ganz oben macht, dann sehe ich mich in der Spiegelung hier voll. Ja, okay. Wir machen Fotos vom Büro. Geil. Julian hat gerade gesagt, ich mache einen Boomerang. Ich habe voll die Geschirr-Boops gemacht. Okay, jetzt geht die Tür auf, bist du bitte ruhig. Wir sind jetzt endlich mal einkaufen gegangen und der Kleine wird halt immer so getragen. Unser kompletter Kühlschrank ist einfach leer und wir brauchen gefühlt alles. Nimmst du mir eine Banane mit, Juli? Was ist denn hier los? Wir waren hungrig einkaufen, sollte man nicht machen. Vor allem sollte man hungrig keine Süßigkeiten kaufen, weil ich habe Zimtrollen gekauft. Als ob du jetzt die Zimtrollen aufmachst. Wie ganz kurz ja, okay, dann will ich jetzt auch mir irgendwas raussuchen. Ich muss mal kurz dazu zeigen. Unser Kühlschrank ist das ist geil, seine Randbemerkung. Ich muss ganz kurz mal gucken, was der Kleine hier zu sagen hat. Was sagst du dazu? Der hat es wieder voll übertrieben. Der ist wieder voll aus seiner Rolle gefallen und hat mich komplett beleidigt. Ne? Der ist mega aggressiv. Ja. Boah, gebt euch mal. Ich habe mir schwarze Nudeln gegönnt. Die sehen aus wie Strohhalme. Okay, ich muss jetzt zu meinem Kleinen. Und willkommen zum dritten Tag dieses Videos. Wir machen das alles chillimilli und drehen nicht von morgens bis abends durch und da muss irgendwie was Cooles passieren, sondern wir nehmen euch einfach dann auch mal über 2 oder 3 Tage mit. Ich hoffe, das stört euch nicht. Und wir wollten jetzt gleich mal spazieren gehen, eine kleine Runde. Geil. Einfach eine gute Nummer, ne? Ist das eine Double-Jacke? Das ist eine Double-Jacke. Auf jeden Fall können wir das einzeln aufmachen und die hat da drunter noch eine Trage an. So eine mega, mega geil. Oh, die ist so kuschelig. Sieht ein bisschen aus als ich wieder schwanger. Ja, aber so nach oben hin. Guckt euch das mal an. Wir Dank der super Tragejacke 5000 können wir sogar einkaufen gehen hier. Wir sind im Einkaufscenter. So wir waren cool. Doch nicht so eine große Runde spazieren. Und jetzt haben wir gesagt, komm, wir gehen noch mal ein bisschen. Was wollen wir eigentlich hier? Ja, ein bisschen rumgehen, wie man halt so Weihnachtsbummel betreibt. Ein paar Weihnachtsgeschenke besorgen. Guck mal, ein Riesenstand, die sind nur dafür da, Weihnachtsgeschenke einzupacken. Ja, da wäre ich genau richtig bei der Adresse. Julian nimmt Zeitungspapier oder Klopapier und wickelt das irgendwo drum, dann noch 7000 Rollen. Ja, und du bist die Person, die 8 Jahre ein Geschenk einpackt und wenn es ihr da nicht gefällt,
das dann wieder neu macht und überab mehr. Ich freue mich, wenn die Leute sich freuen und wenn das schön aussieht. Wir sind wieder zu Hause. Es war ein mega entspannter Ausflug. Wir wollten eigentlich erst gar nicht los, weil wir heute Samstag haben und dachten, es ist viel zu voll. Aber es ging mega klar und der Kleine hat fast die ganze Zeit nur geschlafen. Also voll Chili-Milli. Und wir haben auch mal wieder ein paar Babysachen gekauft. Und zwar haben wir einmal das hier gefunden. Das ist hier so ein Zweier-Set. Hallo Mickey Mouse ist auch mal voll süß. Und da ist nämlich einmal diese Sweatshirt-Jacke mit Kapuze und einmal so eine Jogginghose dabei. Die fand ich mega schön. Noch ein Mickey Mouse-Pulli in so einem Beige. Auch nochmal so ein Anzug in Schwarz. Den fand ich auch voll süß. Das ist auch wieder ein Pulli. Hier sind sogar so zwei kleine Öhrchen dran genäht. Und wieder mit einer Jogginghose dazu. Und dann haben wir noch ein Outfit geholt. Und zwar ist das dieses hier in so einem hellblau mit so kleinen Dinos drauf. Da haben wir auch die passende Hose wieder zu. Das fanden wir auch so schön. Tja, dann einfach so ein paar Bodies noch, weil er wieder aus einigen rausgewachsen ist. Und das war es eigentlich auch schon. Der Jula macht uns gerade einen richtig freshen Drink. Zitronensaft in irgendeine Wunde gekommen. Ja, ich habe ihn mir aufgeschnitten. Oh, das tut richtig weh. Ordentlich gebrannt. Mega der Hack übrigens. Ihr dürft nicht die Schalen dran lassen. Weil das wird mit... So, denkst du, es sah cool aus? Richtig krasser Kameramove. Wir wollten euch eigentlich noch was mitteilen. Und zwar haben wir es komplett vergessen, noch zu erwähnen. So, die Tage sind Kannst du mir kurz das Wasser geben? Ich kann ja nicht das Wasser reichen. Ich weiß, aber ich habe Durst. Wir haben ja gesagt, dass mit den Impfungen und so alles gut gegangen ist und der Kleine gar nicht gemeckert hat und danach direkt wieder mega gut gelaunt war und so. Und das war am Anfang auch so. Leider ist das Ganze dann ein bisschen umgeschwungen und so zum späten Nachmittag, frühen Abend hin ging es ihm echt schlecht. Und das hat mir so das Herz zerbrochen, weil ich das gar nicht so kannte irgendwie. Ging's richtig, richtig dreckig. Der hat die ganze Zeit so gewimmelt, so der hat gar nicht richtig geweint, sondern wirklich so, ich kann es gar nicht nachmachen. Man hat halt echt gemerkt, dass der, ich glaube sogar erwachsene Leute, wenn die so Impfung kriegen, sind die danach auch erstmal sehr geschwächt. Und ja, und es kam, also die häufigste Nebenwirkung konnte halt Fieber sein. Fieber hatte er dann auch zwischenzeitlich. Auch ganz leicht, ne? Genau. Und einfach gemerkt, dass es ihm nicht gut geht und das, boah, es tat schon weh, ja, mit anzusehen. Ja, voll schlimm. Aber ja, der kleine Mann hat das ganz, ganz tapfer durchgestanden. Am nächsten Morgen war es auch schon nicht ganz weg, aber schon viel besser. Schlimm. Nächstes Mal werden wir beide sogar mitgeimpft. Ja, stimmt. Dann liegen wir alle hier so. Ja. Ich würde sagen, damit beenden wir langsam mal dieses Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war wieder sehr umfangreich, würde ich sagen. Und sorry, dass alles mit dem Handy aufgenommen wurde. Ja. Wir müssen unsere Kamera reparieren lassen, aber vorübergangsweise geht das mit dem Handy auch super gut. Hinterlasst dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Denkt an die Verlosung. Ihr braucht einfach nur Abonnent sein. Könnt ihr mit einem Klick werden, falls ihr es noch nicht seid. Und dann einfach einen oder mehrere Kommentare schreiben. Und damit verabschieden wir uns von euch. Schaut auch bei Julians neuem Video vorbei. Steht auch unten in der Infobox. Und das war es. Tschüss. Лампочки вспышками, если лимиты превышены, то один эффект, один эффект, там фи-эффект, лови эффект, кипих, так наш диалект способен поломать твои извилины, без стиля, без усилий, мы лишь вирус на любом носителе, и мы всего лишь 25-й кадр твоего слуха, гипнотизируем, ведь разум подчиняется звукам, и эта мания подобна настоящей магии, что разрывает от начала до конца твое сознание. Oh, my God.
One.